Wunderschönen guten Abend. Wir haben in der letzten Stunde in FBI über Physik gesprochen, gell? Und haben gesagt, uns interessiert jetzt vor allem die Möglichkeit, auch solche physikalischen Phänomene zu implementieren. Vor allem dann, wenn sich das irgendwie zeitlich verändert, wenn das also dynamische Systeme sind, gell? Und dort, ja, also wir haben dann festgestellt, gell, also ihr habt in der ersten Klasse Bewegungslehre gemacht, gell, und habt dort die Bewegung des Drecksters gerechnet, gell, also der Dreckster ist eine Wahnsinnsmaschine, gell, der Dreckster, gell. Und der Dreckster, gell, das ist dann ein System, gell, also den gibt es wirklich, den Dreckster, gell, also wenn man den Dreckster sucht, gell, also ja, gell, also dann findet man den Dreckster, gell, also da, das sind Höllenmaschine, gell, also da tut sich ja, gell, da tut sich die Hölle auf, gell, also ja, auf jeden Fall, dieser Dreckster, gell, der bewegt sich, gell, das ist kein statisches System, gell, und wenn der mal ablegt, dann bewegt er sich da und wie er sich bewegt, gell, gell, und das wollen wir eben berechnen, gell, und das reduzieren wir jetzt auf wenige Kennzahlen, gell, also wir reduzieren dieses System Dreckster auf ein Modell, gell? Und in diesem Modell, das wir zuerst mathematisch betrachten, gell, das reduzieren wir dann auf ein Modell der numerischen Mathematik, gell? Und das betrachten wir also numerisch, sagt man auch, gell? Und wenn wir das numerisch haben, dann können wir das implementieren. Das können wir also programmieren, gell, in Software, und danach können wir den Dreckster beschleunigen lassen, gell? Ohne dass er da dann Energie verschwendet, gell? Das machen wir in Software, und wir haben gesagt, Software braucht wenig Energie, gell? Okay, also wenn wir jetzt da so einen Dreckster-Starter mal anschauen, gell? Also also da können wir lange rechnen, bis wir die Energie verbraucht haben, die dieser Dreckster da beim Start auf der Viertelmeile da verbrennt, gell? So, und ja, da haben wir auch gesagt, gell? Also die Mathematiker, gell? Und die Physiker, gell, die würden eine Differentialgleichung aufstellen und die Differentialgleichung dann lösen. Gell? Also Differentialgleichung, das ist eine wunderbare Beschreibung der Welt, gell, die uns umgibt. Gell? Und zwar an jeder Stelle dann, gell? Also zu jedem Zeitpunkt. Gell? Und wenn man diese Differentialgleichung dann löst, dann bekommt man Ergebnisse, die Ergebnisse, das sind dann Funktionen oder fertige Formeln, gell? Wo man also ja, irgendwo die Zeit vielleicht einsetzt oder ein x, eine Position oder etwas, und dann bekommt man eine Lösung. Gell? Und ja, das ist eigentlich Physik, wie ihr 2 Jahre lang eben viel gesehen habt, gell? Ihr habt viele Formeln gesehen, und diese Formeln, die habt ihr nicht selbst entwickelt, das sind Formeln, die, ja, vielleicht habt ihr umgeformelt oder so, gell? Aber die Lösung der Differentialgleichung, gell? Ja, die hat der gemacht, der das mit dem Dreckster da vorgestellt hat, gell? Also ja, gell? Gell? Also das mit der Differentialgleichung lösen, das ist nicht einfach, gell? Das können die Physiker, gell? Die Mathematiker können das auch, gell? Gell? Und wir, gell? Wir gehen das vereinfacht machen mit sogenannten Differenzengleichungen, gell? Also Differenzengleichung, die weiß nicht aus jeder Stelle, also aus jedem Zeitpunkt, was dann eine Lösung ist, gell? Gell, so allwissend sind wir Informatiker nicht, gell? Nicht wie die Physiker oder die Mathematiker, gell? Wir können aus einfachen Phänomenen, gell, kleine Schritte machen, gell? Also wir können nicht weit schauen, wir können immer nur kleine Schritte machen, gell? Also das ist, gell, wie wenn man irgendwo unterwegs ist, und dann weiß man nur, wie der nächste Schritt sein soll, gell, oder wird sein. Also das ist dann auf Sicht navigieren, gell, also man sieht nicht den Gipfel, man weiß immer nur den nächsten Schritt. Und das ist eben das mit dem Differenzengleichen. Man kann immer nur kleine Differenzen gleichen, und dann muss man die ganze Geschichte berechnen, gell, also irgendwo starten wir, und dann wissen wir, ah, der nächste Schritt wird der sein, gell, also wir, gell, wir können also irgendwo starten, und dann können wir sagen, nach einem bestimmten Delta T, gell, nach einem bestimmten Abschnitt, jetzt sind wir da, gell? Also es ist schon um Delta T weitergegangen in der Zeit, und das hat dann in der
Beschleunigung oder in der Geschwindigkeit oder in der Position etwas bewirkt. Und das können wir über die Differenzgleichungen ausrechnen. Und zwar ohne eine Differentialgleichung zu lösen. Gell? Also das ist zwar keine genaue Wissenschaft, gell? Aber naja, gell? Also wenn da die großen Formel-1-Ställe da ihre Rennen machen, da haben sie auch nicht so genau gerechnet, gell? Stimmt auch nicht immer, was dann rauskommt. Gell? Und wer die besseren Mathematiker hat, gell? Der weiß dann, wie das Rennen verläuft. Gell? Und ja, da böse Zungen sagen kann, gell? Also die besten Mathematiker, die arbeiten zurzeit bei Mercedes. Gell? Mhm, gell? Genau. Okay, so auf jeden Fall, wir wollen das jetzt auch mal anschauen, gell? Und zwar ist das dann so, die Differentialgleichung, das ist eben eine vereinfachte Darstellung, die Differenzgleichung ist eine vereinfachte Darstellung der Differentialgleichung, gell? Wo man nicht jede Stelle irgendwo einsetzen kann, gell? Sondern immer nur endliche Abschnitte für Delta T, gell? Also wir wissen immer nur, wie der nächste Schritt sein wird. Und weil wir immer nur wissen, wie ein Schritt sein wird, müssen wir irgendwo wissen, wo wir starten, gell? Also der Dreckster, der startet am Anfang, gell? Und von Anfang wissen wir immer nach Delta T, wie es weitergeht, gell? Und deshalb müssen wir bei einer Berechnung dann eine ganze Geschichte ausrechnen. Es wird eine große Tabelle, gell? Und dieses Ausrechnen durch die großen Tabelle, gell, das ist händisch etwas umständlich, gell? Aber ja, wenn wir da einen Rechnerknecht haben, gell, und einen Rechnerknecht haben wir halt, gell, der Rechnerknecht, der kann das schon, gell, also wenn er da ein paar Schritte mehr macht, das ist ihm egal, gell, da wird er nicht so warm davon, gell, also da kann er den Dreckster schon ausrechnen, von der Viertelmeile, gell, und zwar Schritt für Schritt, nach jedem Delta D, gell, und ja, und was müssen wir machen? Wir müssen eben diese Differenzengleichungen zuerst aufstellen. Und die erhalten wir oft durch die physikalische Funktion, gell, und durch die Definition der physikalischen Größen. Gell. Und wenn wir da mal schauen in der Bewegungslehre, gell, wenn wir da zum Beispiel die Beschleunigung wissen oder die Beschleunigung über Kraft und Masse ausrechnen können, gell, oder wenn sie gegeben ist, kann ja auch sein, gell, wir nehmen mal an, der Dreckster kann eine bestimmte Beschleunigung auf die Straße bringen, gell, weil er halt bestimmte Leistung hat und diese Reifen, die er hat, die haben halt eine bestimmte Möglichkeit, diese Leistung auf den Boden zu bringen, dann kriegt er eine bestimmte Beschleunigung hin. Gell, vielleicht ist Beschleunigung ungefähr G, gell, also vielleicht auch größer als G, wer weiß, wie toll der Dreckster ist. Gell. Und wenn wir jetzt das mal vereinfacht sagen, können wir auch mal sagen, wir starten einfach bei einer konstanten Beschleunigung. Gell. Stimmt zwar nicht genau, aber zum Rechnen mal geht es gut. Gell. Und was können wir sagen? Wir können sagen, die Beschleunigung ist laut Definition eine Geschwindigkeitsänderung in einer bestimmten Zeit. Gell. Also Delta V durch Delta T. Und dieses Delta V durch Delta T erlaubt uns dann, wenn wir die Beschleunigung wissen, das Delta V auszurechnen. Gell? Okay? Also so ein bisschen umformen, mathematisch, können wir das Delta V herausholen. So. Und was kaufen wir uns davon? Noch nicht viel. Aber wenn wir wissen, wenn wir jetzt wieder unsere Zeit hernehmen, wenn wir wissen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, gell, wo wir waren und wie schnell wir waren. Und dann wissen wir nach Delta T, wie groß der Unterschied der Geschwindigkeit ist. Gell, wir wissen, wie schnell wir vorher waren und wir wissen dann, wie groß die Geschwindigkeitsdifferenz ist. Gell. Dann können wir die Geschwindigkeit vorher plus die Differenz zusammenzählen und wir bekommen die neue Geschwindigkeit. Gell. Okay, aber können wir immer sagen, wir waren dort, der Unterschied ist der, also dort, wo wir sind, plus der Unterschied ergibt den neuen Wert. Das sind die Differenzengleichungen. Gell? Also, aus dem Delta V und dem alten V ermitteln wir ein neues V. Gell? Also können wir sagen, gell? Und das dann nach jedem Schritt Delta T. Gell? Also eine bestimmte Geschwindigkeit. Gell? So, eine bestimmte Geschwindigkeit zum neuen Zeitpunkt, gell? Also zum Zeitpunkt beliebig t plus Delta t, okay, gell? Also das der Geschwindigkeit zum neuen Zeitpunkt ist was denn? Ist die Geschwindigkeit zu dem alten Zeitpunkt plus Delta v.
Da hat der V mal gerade ausgerechnet. Gell? Oder dasselbe mit der Position. Und zwar, die Geschwindigkeit ist wie definiert als Änderung der Position in der verstrichenen Zeit. Gell? Also Geschwindigkeit ist Delta S durch Delta T. Und daraus können wir jetzt Delta S ausrechnen. Gell? Und wenn wir Delta S haben, dann können wir immer aus der alten Position und dem Delta S die neue Position ausrechnen. Gell? Also die neue Position, gell, ist dann, was dann S zum neuen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt D plus Delta D, gell, ist was denn? Ist die alte Position zum Zeitpunkt D, also zum Zeitpunkt eben vor Delta T plus Delta S. Gell? Delta S können wir wieder hier herausholen, algebraisch umformen und dann holen wir das hier heraus. Ja, das da und das da, das sind die zwei Differenzengleichungen, die wir brauchen. Also das ist die erste Differenzengleichung, die uns die neue Geschwindigkeit bestimmt, wenn wir die Beschleunigung kennen. Und das ist die Differenzengleichung, die uns jeweils die neue Position bestimmt, wenn wir die Geschwindigkeit haben. Und mit diesen zwei können wir jetzt Schritt für Schritt eine Tabelle machen und ausrechnen, wie wir das machen. Und ganz genau das werden wir heute machen. Wir werden heute kein Programm schreiben, wir werden es nicht simulieren, gell? Wir werden das heute auf Blatt ausrechnen. Gell? Und jetzt brauchen wir ein paar Startwerte, gell? Und zwar D0, gell? Wir starten bei 0 Sekunden. Gell? Und dann brauchen wir, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0, wenn wir also bei 0 starten, also wir könnten da auch schreiben, besser zum Zeitpunkt D0, gell? So, ist 0 Meter pro Sekunde und dann die Position zum Zeitpunkt D0, wenn wir dort starten, ist dann auch gleich 0 Meter, gell? Also S zum Zeitpunkt D0 und V zum Zeitpunkt D0, das sind die Anfangsbedingungen. Und dann nehmen wir jetzt ganz einfach an, dass unsere Beschleunigung, gell, sei 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Gell. Und das wollen wir jetzt mal ausrechnen. Was brauchen wir noch? Beim Ausrechnen müssen wir wissen, wie groß hier das Delta D ist. Gell? Ist ein Unterschied, ob wir so viel weitergehen immer oder ob wir nur so viel weitergehen. Gell? Und da wollen wir jetzt was machen. Wir sagen Delta D, gell? Das soll sein, ja, wie groß nehmen wir es denn? Wir nehmen es mal eine halbe Sekunde, gell? 0,5 Sekunden. Gell? Und jetzt wollen wir was machen. Wir wollen jetzt diesen Verlauf, für wie viel wollen wir das mal für 3 Sekunden rechnen, gell? Also Verlauf für die ersten 3 Sekunden. Okay. Gutes Rechnen.